Für meine Füllung vermische ich hier Mais mit Schmand und Käse. Oh nein! Unnötig. Das Ganze würze ich natürlich auch mit ein bisschen Chili, Paprika, Salz und Pfeffer. Ich habe ja immer fertigen Pizzateig, ihr könnt ja noch selber machen, ich habe so keine Lust. Den schneide ich mir zurecht. Da kommt jetzt so die Füllung ein bisschen rein und dann verschließt sich das Ganze. Okay, das soll ein Ball sein, aber nicht so schön. Jetzt werden die eine Runde frittiert. Gönnt euch, Leute.